ihr Hübschen, vorab eine kleine Anmerkung. Dieses Video ist in Kooperation mit Silverlit. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video und bleibt dran. Einen wunderschönen guten Abend, Leute. Es ist Samstag. Lia schreit hinten, 8:45. Phyllis sitzt hinten. Ich dachte, ich nehme mal kurz die Kamera in die Hand, weil ich habe nämlich was vor, wie jedes Jahresende, Leute. Und übrigens, wenn ihr meinen Instagram-Account noch nicht abonniert habt, ne, hier unten, klickt dran, abonniert mich, folgt mir. Passiert nicht viel, aber egal, folgt mir einfach. So, ne, wir haben nämlich ja was vor, also wie jedes Jahresende. Letztes Jahr habe ich Geld gespendet, ein Jahr davor habe ich ein Kind eingekleidet. Dieses Jahr möchte Phyllis gerne ein Kind einkleiden, was ich richtig mega gut finde, was ich auch sehr, sehr unterstütze. Machst du gut, Schatz, weiter so. Danke. Ne, und dieses Jahr habe ich mir gedacht, ich möchte mehr mit den Menschen in Kontakt treten, die es nötig haben. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich bei uns in Bremen Innenstadt bedürftige Menschen, obdachlose Menschen, die draußen sind, ja, eine schöne warme Decke, Mütze, Schal, Handschuhe, Socken. Auch an die Hunde habe ich gedacht, wie eine Hundedecke und ein bisschen Leckerli. Alles dabei und das möchte ich auch verteilen. Also auch an Weihnachtsstimmung habe ich gedacht, weil ich mir mal sagen lassen habe, dass die sich gerne mal so Weihnachtsartikel, so wie, ja, soll jetzt keine Werbung sein, aber so wie Sandwich-Spekulatius habe ich gefunden und ein bisschen Schokolade. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die das sehr gerne essen werden. Und ich möchte euch mal ganz kurz was zeigen. Ich habe eine Partybox gekauft bei Mediamarkt. Für 59,99 total gutes Angebot von 100 Euro runtergesetzt. Also ich möchte als erstes auch dir einen großen Lob aussprechen mit der Aktion mit dem Kind einkleiden. Ja. Finde ich richtig total gut. Da freuen die sich. Weil ganz viele und sehr oft vergessen wir, wo wir herkommen. Deswegen sollte man wenigstens Jahresende gibst so... Gibst du Gutes, kriegst du Gutes zurück. Deswegen sollte man einfach ein bisschen drüber nachdenken, dass wenn es so draußen so kalt ist und ich fahre so mit dem Auto über so eine Innenstadt vorbei und sehe da in der Ecke diese Leute so total zusammengeknickert, ne? Ja. Dann tut mir das schon leid. Auch wenn man das hier in Deutschland nicht muss, tut mir das trotzdem leid. So Leute, es gibt jetzt hier noch mal ein paar Pudelmützen natürlich mit in die Tüte. Ich habe hier schon Handschuhe und diese großen Decken habe ich gekauft. Die gibt es einfach bei Kick zu kaufen. Für ein bisschen Kleingeld freuen die sich. Ne? So, haben wir hier, da muss noch eine rein. So, Ladies and Gentlemen, Lia ist jetzt bereit fürs Bett. Schatz? Sie ist schon überbereit. Guck mal, sie macht schon Bye-Bye. Guck mal, die Hand, sie macht schon Bye-Bye. Lia, Bye-Bye, gute Nacht. Mua. Oh, cool. Lia, mua, ja? Nein? Okay. Schatz, nein. Nein, Schatz, Schatz, kommst du heute noch wieder? Ich hoffe. Ja, du bist immer so 2-3 Stunden weg, wenn du sie ins Bett bringst. So Leute, wie ihr sehen könnt, alles ist gepackt. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Wir sehen uns morgen früh. Nee, morgen Nachmittag. Ey Leute, Phyllis ist jetzt mit Lia rübergegangen. Leute, ich habe Langeweile. Leute, ihr fragt euch bestimmt, Serki, warum kaufst du sowas? Weil ich einfach Musik liebe. Ich bin, wenn ich alleine bin, wirklich alleine bin. Also ich würde jetzt nicht das Teil jetzt hier nicht mit zur Arbeit nehmen, ja, aber... Wenn ich hier zu Hause bin, ganz alleine vielleicht in meiner Ecke, ganz leicht anmache. Also designtechnisch cool sieht der schon mal aus. Geiles Ding. Aber eine Sache darf nicht fehlen, ne? So Leute, mein Mikrofon darf natürlich auch nicht fehlen. Genauso ein habe ich mir gewünscht. Jetzt habe ich zwei. Was meint ihr mit den anderen? Ich weiß es nicht.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Hübschen. Ich bin hier mit Issy da zusammen im Kinderzimmer. Milan ist bei seinem Freund und Zeki ist mit den beiden Kleinen raus. Der hat ja heute auch eine ganz, ganz coole Aktion vor. Und da blende ich euch dann später auch ein paar Szenen von ein. Also was ganz, ganz Tolles. Ihr habt ja gestern gesehen, was Zeki so geblockt hat und was er heute vorhat. Und die Szenen werde ich natürlich heute auch einblenden. Entschuldigt bitte das Lispeln, ich habe meine Zahnspange drin. Ja, wir spielen hier gerade mit dem Robo-Dackel. Das ist unser neues Haustier. Das ist ein Roboter-Dackel von Silverlit und unser neuer Spielkamerad. Der kann so, so tolle Sachen. Also der hört auch Kommandos, der spielt richtig mit dir und der folgt dir auch auf Schritt und Tritt. Ist total beweglich und macht total viel Spaß zum Spielen, oder? Ja. Wollen wir mal zeigen, was er so kann? Soll ich zeigen? Ja, zeig mal. Also wir haben hier so eine Fernbedienung. Und wenn es wieder die Fernbedienung in der Hand hat, jetzt könnt ihr mal schauen, was der Robo-Dackel so Schönes kann. Der folgt dir. Der folgt dir. Wann der Wind aussteigt. Schmeiß ihm mal den Ball quasi hin, ob er da hinläuft. Ja! Er holt sogar den Ball. Toll. Und wenn man den Dackel streichelt, was macht er dann? Der wird länger, ne, sein Körper. Der hört sogar auf Kommandos, wenn wir nämlich so machen, dann dreht er sich. Ja. Ui. Ui. Der ist richtig süß, ne? Guck mal, wie lang sein Körper wird. Bis zu 45 cm. Wollen wir ihm mal ein Parcours bauen? Ja. Kannst du das mit der Fernbedienung steuern? Ja. Okay, dann mach mal. Ab geht's. Voll cool. Voll cool, der macht deinen Parcours nicht kaputt. Der folgt dir auf Schritt und Tritt, Esila. Guck mal, wie schnell. Guck mal, der kann sehen, wenn hier Hindernisse sind. Wir können den auch so steuern mit der Fernbedienung. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, er soll geradeaus fahren und wieder zurück. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang durch die Wohnung. Also falls ihr auch noch auf der Suche nach einem tollen Weihnachtsgeschenk seid, ich habe euch jetzt gezeigt, was der kleine Racker so kann, dann schaut gerne in die Infobox, dort habe ich euch weitere Informationen dazu verlinkt. So, Sila hat sich heute noch Nagellack gewünscht, machen wir ihr natürlich. Nicht? Da musst du ganz doll aufpassen. Ja. Gleich. Aber fängst du mit dir Farbe an? Ja. Ja. Wollen wir erst das machen auf alle Nägel? Das auf alle Nickel und das auf alle Nägel. Und das dann da drüber? Nee? Ich weiß nicht. Die Farbe auf die ganze Hand. Die Farbe auf die ganze Hand. Ja, Leute, es hat sich nicht viel getan. Ich habe eben auf der Couch gechillt, dann habe ich ganz viel Wäsche gemacht und ich habe ein bisschen aufgeräumt und war auf dem Dachboden und habe so ein bisschen Weihnachtsdeko geholt vom Dachboden. Aber ich hatte ja gar nicht mehr so viel. Jetzt habe ich eine Lichterkette bei Sila im Zimmer, zeige ich euch gleich. Ja, ich habe hier einfach den hier gefunden noch. Dann habe ich hier diesen Zweig gefunden, der leuchtet. Das hatte ich ja bei Kick gekauft letztens. Hier sind übrigens die Tüten, die Serki nachher mitnimmt für die Obdachlosen. Ja, jetzt habe ich meine Kerzen angemacht. Und hier den habe ich dahin gestellt. Ansonsten
Der Robby läuft immer noch. Der läuft übrigens immer noch, weil der Akku war leer, dann hat er sich aufgeladen und dann fährt er automatisch wieder los, wenn er eine bestimmte Prozentzahl an Akku wieder hat. Essila, darf ich reinkommen? Oh, natürlich. Ich wollte mal deine Lichterkette zeigen. Okay, bei Essila auf dem Bett sind jetzt alle Sachen, weil der Robby hier gleich saugen soll. Essila, lässt du die Tür auf, damit er hier saugen kann? Guck mal. Mhm. Deswegen haben wir alles auf dem Bett jetzt. Das kommt alles wieder runter. Und das ist die Lichterkette bei Essila im Zimmer. Die war letztes Jahr im Wohnzimmer. Ich glaube, davon kaufe ich mal noch eine. Die hatte ich mal bei Lidl geholt. Ach, ich weiß gar nicht, ob es sie da so gibt. Ja, und dann hat sie hier noch so einen Hirsch, wo ein Geweih abgebrochen ist. Und sein Engelchen stehen. Was machst du hier, Schatzi? Oh, wo sind die Bausteine? Hier unten, da unten sind noch welche. Ja. So, die Tür offen lassen, ne? Mit dem Hund spielen. Achso, aber wenn der Roboter kommt, musst du aufstehen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Es ist 5 Uhr. Ich bin zu Hause. Ich habe das Auto schon geparkt mit den ganzen Tüten, die ich fertig gemacht habe. Hol jetzt noch meinen Cousin ab, den Timur. Er hat auch noch ein paar Sachen zusammengestellt für die Obdachlosen und laden wir das dann ein. Und dann fahren wir in die Innenstadt. Es ist schon ziemlich dunkel geworden draußen, aber ich denke mal, dass wir schon fündig werden, weil es ist ja eigentlich schon die Zeit, wo die schon alle so draußen rumlaufen. Ne? So, und ich denke mal, Wetter passt auch, ziemlich kalt, deswegen werden sie sich freuen. Ich hole ihn jetzt ab, bis später. So, die Tüten sind auch drin. So Leute, nicht wundern, wir sind jetzt bei meinem Cousin zu Hause angekommen. Er ist noch zu Hause. Ich habe ihm aber schon eine Nachricht geschickt, dass wir schon da sind. Und ich denke mal, dass er jetzt gleich jeden Moment vor die Tür kommt. In 3, 2, 1, auf. Was geht ab? Weißt du? Ja? Leute, ich gehe mal eben kurz rein und sag mal eben Onkel Hallo, ja? So Leute, wir haben jetzt auch Timur an Bord. Timur ist mit mir heute unterwegs, beziehungsweise wir fahren jetzt in die Innenstadt. Und er hat auch ein paar Sachen dabei und wir wollen halt eben, es ist schon sehr dunkel geworden, aber ich hoffe, und es regnet auch ein bisschen und ich hoffe, wir finden die alle in einem Punkt, wo wir nicht so viel rumfahren müssen, ne Timur? Genau. Kennt ihr Timur schon seinen Instagram-Account? Das blenden wir hier auch ein und dann könnt ihr ihn auch mal folgen. Ein richtig schnücki, 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 schnücki. I wanna end me. Moin Leute, ich bin Timur, der Cousin von Serki. Und wir sind jetzt hier in der Bremer Innenstadt und suchen nach Obdachlosen, doch werden leider auch nicht fündig. Ja, das Wetter ist ja auch ziemlich blöd, Leute, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwelche noch irgendwo noch welche finden werden. Aber ich weiß jetzt nicht genau wo, deswegen fahren wir rum und wir werden auf jeden Fall etwas finden. Am besten wäre es natürlich, wenn die alle zusammen in irgendeinem Punkt sind, genau. ein Mülleimer brennt, weißt du? Dann kommen wir da an. Wir finden schon was. Bis später, Leute. So Leute, wir haben uns jetzt sagen lassen, die haben tatsächlich hier einen Point, wo die sich alle zusammen sammeln. Da fahre ich jetzt hin und gucke mal, ob die alle unter diesem Dach sind, was der mir gesagt hat. Weil ich finde hier absolut keine Obdachlosen draußen. Hier ist ein, was ist das, ein Zirkus? Ja, Zirkus. Ein Zirkus, ne? Und selbst da ist nichts, weil es draußen regnet. Hoffen wir mal, dass wir jetzt fündig werden. Leute, ist das kalt. Das ist meine Tüte. Wir haben jetzt einfach geparkt. Wir haben jetzt einfach geparkt irgendwo. Wir haben echt absolut kein Glück gehabt da, wo der besoffen uns, ne, Timur? Hingeschickt hat. Hingeführt hat. Wir laufen einfach rein in die Stadt. Genau. Sollen wir auch eine Tüte hier bei denen hier lassen? Das eben, ja, was stimmt. Wir im Auto gehört haben. Ne? Ja. 100%. Guck mal, Leute, da ist einer. Komm. Komm. Hallo, Jungs.
Hallihallo. Solange man alles sauber macht, ist alles okay. Hier, Chef. Danke. Ne? Hast auch eine Decke, eine Mütze für dein Köpfchen, ja. Ne? Das ist alles klar, natürlich. Ich habe noch eine Socke. Ja, okay. Ich wünsche euch was, ja? Sehr nett von dir. Schönen Tag noch. Entschuldigung. Ja. Wer bist du? Bitte. Hi, ich bin Daniel. Sei nett von dir, was hier machst. Ja, kein Problem. Ne? Wir müssen ja auch an die anderen denken. Also Respekt für euch. Ich habe noch selten solche Menschen gesehen. Wirklich. Ja. Geil. Geile Sache. Ohne Scheiß. Alles Gute. Sehr leid, wie du bist. Ciao. Schönen Abend noch. Für dich, da ist eine Mütze drinnen, da sind Socken drinnen, da ist ein bisschen Schokolade und da sind Strümpfe und Handschuhe, ne? Danke. So Leute, wir sind wirklich sehr, sehr gut fündig geworden. Wir haben 3-4 Obdachlose gefunden und wir haben jetzt nur noch eine Tüte. Das ist eine Hundetüte, da ist mehr so Hundesachen drin. Und Timo hat auch noch seine Tüte. Wir suchen jetzt noch einen Hundebesitzer und wollen unsere letzte Tüte abgeben. Und dann laufen wir ein bisschen weiter. Was geht ab, Timo? Hä? Richtig Regen, ne? Was? Noch auf der Suche. Ja, Mann. Also wir haben ja schon einiges abgegeben. Wir wollen ja noch unbedingt noch diese Tüte mit den Hundesachen noch drinnen noch loswerden. Aber ich weiß jetzt gerade, wir haben schon zwei... Nein, das war einer mit Hund, ne? Ja. Einen mit Hund angetroffen. Ruf mal Bärbel. Da ist Bärbel. Bärbel. Leute, wir haben hier ja einen Bärbel. Eine Bremer Legende. Eine Bremer Legende, die ist schon seit Jahren hier nur am Rumbrüllen. Komm, wir besuchen Bärbel. Bärbel, was ist los? Ja, cool. Kannst du mir Hans legen? Hast du nicht auch einen Schal? Ja. Der sieht gut aus. Der ist cool. Wie seid ihr denn unterwegs? Ich hab noch. Das ist ja Jahresende. Komm her. Pass auf, guck mal. Butch und Daisy. Butch und Daisy, guck mal. Wo sind die denn? Die sind zurzeit im Tierheim. Ah, okay. In Hannover. Verstehe. Weil ich musste da kurzzeitig einwandern, weil ich eine Geldstrafe nicht bezahlen konnte. Ah. Und jetzt kriege ich die erst wieder raus, laut Veterinäramt. Ja. Sobald ich eine feste Meldeadresse habe. Ja. Und ich bin dabei. Ich habe gestern einen Kollegen kennengelernt. Der will mich als Fahrer einstellen, weil er seinen Führerschein abgeben musste. Verstehe. Suff und ja, so. Ja. Aber Dings, wo pennst du denn eigentlich draußen? In Hannover ist ja mal ein Container, ne? Okay. Also so eine Notunterkunft. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren unterwegs, habe 15 Jahre Steintor gewohnt. Okay. Dann ist mein Vermieter verstorben. Ach du Scheiße. Freund und Vermieter. Und dann hat die Erbengemeinschaft das Haus vertickert. Und der neue Eigentümer hat Eigenbedarf geltend gemacht. Nee, das ist alles scheiße. So, ja. Da musste ich raus. Du, pass mal auf, ich habe hier eine Tüte, ne? Was hast du da? Da ist ja noch ein bisschen Decke drin, ein bisschen Hundefutter, ja, cool. Handschuhe, Mütze und so, ne? Da ist noch ein Schal drin, ja, und noch cool. Eine Decke, ne? Cool. Das gebe ich dir. Du darfst, sei dir dessen vergewissert. Ja. Ich kenne hier unheimlich viele Menschen. Das glaube ich dir, aufs Wort. Ne? Und das ist in guten Händen. Okay. Und das landet nicht in der Mülltonne. Nein, das weiß ich. Das kommt bei Leuten an, die das weiß ich. Brauchen. Viele von euch kennen mich ja auch, nur ich bin ein bisschen dicker geworden. Ich bin eine coole Aktion. Ne? Kannst du, da sind auch Socken drin, ne? Da sind auch Socken drin, ne? Ja, geil. Kannst du da schöne frische Socken, ne? Ja. So, ne? Bist du durch? Ich bin durch. Geil, wenn du willst, kannst du auch die Tüte haben. Brauchst du die Tüte? Nee. Aber das ist eine Plastik. Hier ist besser, hier so eine, ne? Die reißen ja, das ist ja Pappe, ne? Ja. Okay, na, ich wünsche dir was. Ich verteile das gleich weiter. Alles klar. Wie heißt du? Ich bin Serki. Macht nichts. Macht nichts. Geil. Wer ist du? Der ist gut, ne? Erik. Erik.
Ne, Erik, bleib gerade, ne? Lass dich nicht ärgern von irgendwelchen Leuten, ja? Die können mich gar nicht malen. Nee, ne? Die haben mich jetzt die letzten drei Tage nur abgezogen, habe ich immer Geld, weißt du, ich trinke gerne mal Alkohol, ne? Hier. Du, die haben mich die letzten drei Tage, danke dir. 4 Euro dafür habe ich eine halbe Stunde. Die haben mich die letzten drei Tage hier nur abgezogen. Die Leute wechseln wegen 5 Euro die Straßenseite, grüßen mich nicht mehr. Ja, logisch. Was ist los? Ich sage, wenn ihr Geld braucht, ich gebe euch. Ja. Wenn ich hab, ich mache halbe, immer. Bleib gerade, Erik, ne? Ich zieh dann hier ab. Ja, ne? Pass auf deine Sachen auf. Ich habe gehört, die sind immer sehr gerne auf eure Sachen gestern, ab. Ne? Gestern mit 3 Leuten habe ich hier mein Ferrari GTS stehen gehabt, ne? Von Aldi. Erik, sag mal, fragen. Hast du Kinder? 3. 3? Wie alt sind die denn? 23, 22 und 21. Hast du Kontakt mit denen? Nein. Gar nicht, ne? Ich habe keine Rechte als nicht ehelicher Vater. Hat man damals nicht gehabt in den 80ern. Ja. Mittlerweile haben sie die Rechte gestärkt, der nicht ehelichen Väter. Ja. Erik. Ich habe alles verloren. Mein Porsche ist weg, meine Baufirma ist weg, mein Hotel ist weg. Meine Frau ist weg, die Kinder 23 Jahre nicht gesehen. Ja. Erik, du siehst ja, ne? Ich habe eine Kamera in der Hand, ne? Ja, sehe ich. Ne? Ich mache das ja für meinen Kanal. Ist okay für dich, ne? Also, das ist mehr als okay. Alles klar, ne? Damit du das weißt, dass ich hier keine geheime Aktion mache. Damit die Leute auch sehen. Ich habe das schon mal, wir haben schon mal gesprochen, Digga. Ja, das kann sein, Erik. Du hattest mich explizit noch gefragt, ob du ein Foto machen darfst. Das kann sein. Alles klar, Erik. Ich muss aufpassen auf die Sachen. Du musst auf die Sachen aufpassen, ne? Ja, Mann. Alles klar? Pass auch auf dich auf. Ich gehe nur noch kurz nach Rossmann. Weißt du, ich habe ja meine eigene Ich-AG hier gegründet. Ne? Ich-AG? Ja. Guck mal, ey, wie geil. Da kommen 100 Flaschen am Tag zusammen. Die Leute, das ist ein Selbstläufer. Ich stelle ein paar Flaschen hin, die Leute stellen von selber dazu. Ja, natürlich, logisch. Ne? Natürlich bin ich hier unerwünscht von der DB-Sicherheit und dies und das. Ja, logisch. Aber nicht ärgern lassen. Wir müssen weiter, ja? Erik, hau rein, ne? Mach's gut. Ciao. Bitte, ciao. Ich finde das toll, euer ehrenamtliches Engagement, was ihr macht. Danke. So, Leute, wir sind jetzt fertig. Alle Tüten sind weg. Die Leute waren so glücklich. Die haben uns mit uns gesprochen ohne Ende. Und auch ich bin glücklich. Einsatz am Bahnhof. Wir haben nicht nur Klamotten und so verteilt. Wir haben auch ein bisschen Kohle verteilt und so, ne? Und das, dieses Grinsen im Gesicht. Ich weiß, dass das an Alkohol geht und so, ne? Aber schon alleine, dass der so heftig gelabert hat, ne, Timo? Da hat der schon die 4 Euro verdient. Und jetzt fahren wir nach Hause. Jetzt weiß ich, dass die wenigstens eine Mütze auf dem Kopf haben. Danke, Timo, für deine Aktion, Digga. Kein Problem. Danke auch dir. Timo hat auch eine richtig gute Aktion mit seinem Schal. Er hat richtig viel Schal, Mützen und so dabei gehabt. Auch die haben wir fair verteilt. Die Leute haben sich gefreut. 7 Leute haben sich gefreut und 2 Hunde. Jetzt knallt's. Achtung! Gute Nacht, Leute. Ich fahre jetzt nach Hause. Von meiner Seite aus war's das. Okay, Leute, wir sagen doch noch nicht Tschüss, weil wir haben uns entschieden, jetzt was essen zu gehen. So, Leute, herzlich willkommen im Bremen Viertel Steintor. Timo, zeig mal bitte unser Kikiriki-Laden, Alter. Genau davor parken wir jetzt auch. Da drinnen, Leute. Das ist der beste Rollo. Da ist der beste Rollo, den man sich in seinem Leben... Aber wo kann ich hier parken? Essen kann. Komm, Timur, wir essen jetzt den besten Rollo in Bremen. Kikiriki. Extra scharf. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Wir schicken Pizza und ein kleines Kokopan. Yeah. Ist das meins? Tschau. Bam, Alter. Boah, was ist das geil. Das Hähnchen. Indisches Curry. Salat. Brot. Fertig. Geil. Willst du was trinken? Ja. Richtig lecker. Richtig satt. Hat gut geschmeckt. Wie immer. Letzter Schluck. Jawohl. So, Leute. Ich bin jetzt bei Timur vor der Haustür. Und bin auch richtig satt. Oh, Timur. Ja. Jetzt aber, ne? Bist du satt? Ja, super. War eine geile Aktion. Allah kabuletzin. Komm gut nach Hause. Ne? Dankeschön. Kein Problem, Bruder. Wir sehen uns. Ne? Grüß mal meinen Onkel. Mach ich. Ja? Ade. Ciao, Baby. Tschüss. Ne? Ciao.
Und ich fahre jetzt auch nach Hause, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Oh, Leute. Ich merke, ich werde krank. Hallo, ich hätte gerne einmal Snoop für Erwachsene, bitte. Eine große. Nehme ich dann, wo ich schon mal hier bin, nehme ich gleich eine große. Meine Nase ist dicht, Leute. Leute, Snoop. Das rettet mich immer wieder aus meiner verstopften Nase. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht richtig mache, indem ich zwar nicht so oft, aber schon immer wieder öfter mal ein Nasenspray nehmen muss. Der Arzt hat gesagt, deine Polypen müssen raus. Deswegen rede ich auch immer so tief, so aus der Nase raus. Ich habe Angst vor der OP. Ich weiß, es ist ambulant, es wird unter Vollnarkose und so, aber ich habe ein bisschen Angst. Deswegen täusche ich mir immer das vor, dass es alles okay ist, indem ich mir immer Nasenspray kaufe. Also einmal die Woche oder so muss ich mir so ein Ding holen. Hauptsächlich nur für Schlafen, Leute. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreibt, ob ihr schon mal so ein Erlebnis gemacht habt mit ambulante Nasen, Polypen weg und so, ne? Und ob das eigentlich so, ja, nachdem man die Operation hat, ist man dann sofort wieder fit, ne? Ich habe Angst. Würde mich freuen. Schreibt mal in die Kommentare, ja? Guck mal diesen leckeren Kuchen an. Den habe ich ja gesehen. Den habe ich ja gesehen, als ich gegangen bin. Ne? Der sieht richtig lecker aus. Und das esse ich jetzt auch. Ja, Leute, im Großen und Ganzen habe ich wirklich sehr, sehr viele lachende Gesichter gesehen, was mich richtig glücklich gemacht hat. Und was ich auch gemerkt habe, keiner von denen hat geleugnet, dass die kein Alkoholproblem haben. Der eine hat sogar gesagt, dafür essen wir nichts. Aber so halten wir uns warm und es ist halt eben wirklich sehr, sehr schwierig für die, ne? Die schlafen draußen. Schon alleine. Mach mal, schlaf mal draußen. Wie schwierig das ist. Ich würde noch nicht mal draußen so richtig zelten können. Oh, oh, Chefin kommt. Na? Hi. Du siehst auf jeden Fall besser aus als alle anderen, die ich heute getroffen habe. Dein Akku ist fast leer. Ja, das ist nicht schlimm. Ich esse deinen Kuchen jetzt, der sieht richtig gut aus. Schmeckt auch gut. Ja, und wie geht's dir so? Gut, und dir? Hallo. Ey, ich hab die geliebt, diese Dinge. Hä? Ich hab die früher geliebt. Wollen wir noch ein Baby machen? Nicht jetzt. Gleich. Jetzt aber. Gute Nacht, Leute. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie das Video dann am Ende wird. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen und ich bedanke mich nochmal für die nette Kooperation mit Silverlit. Schaut euch den Robodackel auf jeden Fall an und dann verabschieden wir uns von diesem Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!